Und jetzt kommt ein junger Mann, der schon häufiger bei uns zu Gast war und das völlig zu Recht. Er ist einer der Top-Comedians dieses Landes. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Olaf Schubert. So, da bin ich also und wie soll ich sagen, ich möchte über Menschen referieren. Der Mensch ist ja sehr unterschiedlich in seiner äußerlichen physischen Darreichungsform. Ne? Einer ist groß, so wie Nudel, er lulatscht hinauf ins Firmament, riesig und so, und der Nächste ist eben bloß so. Ne? So. Der veräppt plötzlich am Kopf, ne? Stagniert, überhastet, er ist dafür ein bisschen untersetzt und hat hier am Bauch einen kleinen Schnitzelfriedhof. Ne? So. Einer jung, einer alt, einer schwarz, einer weiß, aber die klaffsten Klüfte innerhalb unserer menschlichen Gattung tun sich ja auf, nach wie vor im genitalen Raum. Also der vermeintlich kleine Unterschied zwischen Mann und Männin sorgt ja auch für den meisten Streit auf der Erde. Nach Erdöl. Ne? Also wenn man jetzt eine Konflikthierarchie erstellen würde, wenn jetzt die UNO anrufen würde bei mir, meine Nummer haben sie, ne? Also dann stünde ganz oben die Energieproblematik, Erdöl und so, und Benzinpreis steigt und steigt, ist mir persönlich egal, sag ich mal. Ich tanke immer für 50 Euro. Ne? Da schlage ich den Ölkonzern ein Schnippchen. Aha, so, ne? Die werden sich umgucken bei der Inventur. Also, dann an zweiter Stelle kämen dann die innerdisziplinär geschlechtlichen Konflikte. Und an dritter Stelle die Atomproblematik, dann hier die Urinanreicherung im Iran. Also die Urananreicherung im Urin. Aber die größten Probleme gibt es ja nach wie vor. Also wie gesagt, zu Hause, die Mann und Frau, das werden ja viele kennen, viele werden ja zu Hause einen Partner oder eine Partnerin beherbergen. Ne? Und es genügt ein falsches Wort, es genügt eine falsche Geste, es genügt, wenn man es mal zusammenrechnet, es genügt nichts. Ne? Trotzdem, man greift zur Axt und praktiziert Ehegattensplitting. Niemand aber kann etwas dafür. Ich möchte hier keinem Angehörigen einer genitalen Zuordnungskaste jetzt den schwarzen Peter zuschanzen, denn wir sind alle genetisch gebrieft. Ne? Die Gene, also die Desoxyribonukleinsäure, ne? Ganz klar, der Mann hat spezielle Gene, deshalb verhält er sich eben so oder so, und die Frau hat auch ein Gen. Ein sehr komplexes, wissenschaftlich noch gar nicht richtig erforschtes Gen, und zwar das Einkaufen-Gen. Ja, jetzt vereinfacht dargestellt. Ja. Aber diese unterschiedlichen genetischen Veranlagungen bergen natürlich auch positives Potenzial, ganz klar. Es gibt geschlechtsspezifische Berufe. Es gibt, angenommen, ich sag mal, es gibt Frauenberufe. Da brauche ich mich als Mann gar nicht bewerben. Ne? Brauche ich gar nicht vorstellig werden. Typischer Frauenberuf: Frau Holle. Ne? So, die Bereichsleiterin Flocke oben. Diametral entgegengesetzt gibt es natürlich auch Männerberufe, die klängen jetzt schon ein bisschen doof, wenn man die für eine Frau ausspräche, hier angenommen. Schmiedin. Ne? Denkt man, da kommt dann so eine monströse Metallurgin. Also, ja, oder Tenörin, Chefin, ja. Also, oder was es da nicht alles gibt, auf dem Land Playboy, Playboyerin, ne? Irgendwas. Hacke Petra. Ne? Auch sowas. Also, das sind ja ganz gewachsene Strukturen, verkrustete Strukturen. Und die aber aufweichen, Gott sei Dank. Wir erleben das ja, also, ich sag mal zum Beispiel im technischen Berufsbereich.
Das war ja über Jahre, über Äonen von Epochen, war das Männersache, ne, der technische Beruf. Aber auch dort etabliert sich das feminimöse Element. Ne? ganz klar, es gibt heutzutage zum Beispiel den Beruf der Astronautin. Ne? Das war vor 100 Jahren unvorstellbar. Ja, ne? Und heute fliegen Frauen hinauf in den Weltraum, ne, dass es nur so eine Freude ist. Schick, zurecht gebartigt im Skafander. Also, ne, die Raumschiffe werden ja auch immer bequemer. Die sind jetzt komplett unterkellert und hier dann Frauenruhe-Weltraum gibt's. Und das ist also alles. Aber einschränkend muss ich sagen, es wurde in der Geschichte der modernen Raumfahrt noch niemals ein Raumschiff mit ausschließlich weiblichen Besatzungsmitgliedern in den Weltraum geschickt. Was ja auch logisch ist. Ne, sonst wäre das Raumschiff ja unbemannt. Ja. In diesem Sinne, es lebe der Unterschied. Vielen Dank. Wir sind aber nicht angekommen, um jetzt hier nur trennende Unterschiede aufzulesen, sondern die frohe Botschaft, die wir mitgebracht haben, lautet, so klafft die Klüfte klaffen. Ne? Der Wille beider Geschlechter, sich zu vereinen, ist stärker als alles Trennende. Da möchten die Klüfte klaffen, klaffer den Klaff, klaffer den Nöch, klafferataff. Also, ne? Diese Vereinigung vollzieht sich natürlich zuerst auf sexueller Basis. Und der Wille, diese Vereinigung zu vollziehen, ist beim Mann stärker ausgeprägt. Ach, was nicht heißen soll, dass Frau immer nur schnöde vor sich hin migränt. Im Gegenteil, ich kenne eine Menge Frauen, gerade in meinem Umfeld, die eine erfüllte Sexualität haben möchten. Aber beim Mann ist dieser Wille einfach mal stärker ausgeprägt. So, ne, ganz klar, das merke ich ja an eigenem Glied. Wenn ich meine Freundin sehe, die Carola, dann denke ich an Sex. Ist so. Ja. Also nicht mit ihr. Aber die. Die Marschrichtungszahl ist klar. Ne? Also Geschlechtsverkehr steht bei mir auch auf der Agenda. Ja. Und nicht hier SPD-mäßig 2010. Sondern jährlich. Ja. Ich bin so ein Typ. Ja. Ich brauch's im Quartal. So. Ohne damit zu protzen. Also. Ich kann genauso offen und ehrlich zugeben, dass ich dieses Jahr noch keinen Geschlechtsverkehr vollstreckt habe. So. Und wenn ich mich so umschaue heute. Wird's auch nichts mehr, ja. Da bin ich. Mehr oder weniger. Und ich möchte jetzt von einem Traum berichten, der mir zuteil ward, ohne hier natürlich überhöhte Erwartungen zu wecken. Also ich sage gleich vorweg, ich träume nichts Aufregendes. Keine Geschichten mit bizarren Monstern und Gnomen, Trollen und ähnlichen Ulfen. Also, aber der eine Traum, von dem ich hier und jetzt Zeugnis abzulegen gewillt bin, war ein Traum, in dem ich unsere Welt sah, so wie sie sein könnte. Es war eine glückliche Welt. Ich sah, ich sah lachende Gesichter, ich sah zufriedene Menschen, ich sah Friede, ich sah Freude, ich roch Eierkuchen. Also, ein glücklicher Traum. Im Traum, ich sah einen Afrikaner, der einen blinden Skinhead über die Straße führte. Und ich habe dann überlegt, was kann ich tun, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen? Und ich musste feststellen, da gibt es ganz, ganz viele Betätigungsfelder, da gibt es ganz viel zu tun. Es gibt viel Ungerechtigkeit überall. Also es gibt Ungerechtigkeit im sozialen Bereich. Immer mehr Arme haben kaum noch Geld. Und es gibt auch Ungerechtigkeiten, also ich finde es auch ungerecht, was mit unserer Sprache passiert. Es hat ja niemand mehr das Bedürfnis, unsere schöne Sprache zu sprechen. Ne? Im Gegenteil, die deutsche Sprache stirbt aus. Sie wird mehr und mehr durchsetzt von Anglizismen,
vorwiegend englische. Aber da sage ich, mit mir nicht. Mit mir, no way. Ja. Aber ich bin Olaf genug zu wissen, ich kann diese Verenglischisierung nicht stoppen. Es gibt immer mehr Produkte und immer mehr so Zeugs, was englisch tituliert wird. Es gibt Erhebungen im Nachtclub-Milieu. Jeder fünfte Nachtclub Deutschlands heißt Morning Rouge. Ja, Morning Rouge ist natürlich ein Sonderfall, klar, ne, das ist eine französische Anglizisme, aber ein Nachtclub würde genauso gut funktionieren mit einem deutschen Namen. Zur Brust. So, ne, was weiß ich. Also, dort kann man ja mal kreativ werden, da kann man sich ja was ausdenken. Ne, was so ein kleiner Laden, das wäre die Schniedelwutz-Baracke, ne, oder... Also da kannst du ja Heimat verbunden werden. Na, da sehe ich sowas in Trachten und so ein Schild aus Holz, wo so mit Lötkolben reingraviert ist, ne, hereinspaziert ins Fickstübchen. Ne? Ja. Aber diese ganzen Vorschläge prallen ab bei den Politikern. Wenn ihr aber das in der Praxis wenigstens anwendet, dann wäre die Welt schon ein kleines bisschen besser. Vielen Dank. Deshalb werde ich kein Politiker. Nein, ich bleibe... Ein Freibeuter, ein Desperado, ich bleibe ein Pirat. Und unser Piratenschiff wird nun in See stechen. Und wir begrüßen unseren Matrosen. Unser Matrose, Robert, wird nun, dort ist er. Applaus. Er wird in sein Nebelhorn stoßen und einen musikalischen Impuls setzen, der euch hier und auch daheim aus der Sitzschale hebelt, denn wir sind Piraten. Ich bin ein Pirat, nicht nur hier, auch privat. Ich kämpfe gegen Unterdrückung und Not, denn wir sitzen alle neben demselben Boot. Unser Schiff heißt Freiheit und ich bin zu allem bereit. Kommt an Bord! Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann. Kommt an Bord, ihr wisst genau, wir brauchen auch jede Frau. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wer nicht kommt, wird abgeholt. Die Matrosen haben Feuer und ich stehe am Steuer. Zur Mannschaft gehören nur die Besten und der Südwind bläst von Westen. Kommt an Bord! Warte, kommt an Bord! Kommt an Bord! Schließt euch an! Wir brauchen jeden Mann. Kommt an Bord bei Regen, auch bei Gewitter. Denn wir brauchen auch Zwitter. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wer nicht kommt, wird abgeholt. Dafür bürge ich mit meinem Namen Olaf. Vielen Dank. Ich verkünde ja nichts Neues, wenn ich sage, wir leben in einer Welt, die ist vom Fernsehen dominiert. Das merken wir ja heute. Ne? Hier Fernsehen, überall Kameras und das ist natürlich auch für mich was ganz Besonderes. Ne? Wenn ich im Fernsehen mal auftreten durfte, also ich spüre das sofort. Zu Hause, meine Eltern rasten
komplett aus. Also nicht komplett, aber die meisten meiner Eltern. Ja, meine Mutter, die ist, ja. Trotzdem hat das Fernsehen seinen Zenit überschritten. Es wird abgelöst von digitalen Medien, Computer, Internet, Handy. Das hat zur Folge, dass sich vor allem unsere Sprache verändert. Das merken wir gar nicht. Ne? Durch die E-Mail und durch die SMS wird die Sprache reduziert, verknappt, verhackstückt. Also wenn man jetzt eine frohe Botschaft schicken möchte, per SMS, da genügen doch 5 Begriffe. Ne? Lach, Grins, Wink, Freu, Hurra, Fick, Fick. Und am Ende kommt dann immer noch so ein Smiley. Ne? Smiley ist immer hinten dran. Ich habe noch keine SMS ohne Smiley. Es ist vor allen Dingen völlig egal, was davor steht. Ne? Vorne steht irgendwie Heil Hitler, hinten Smiley. So, ne? Ja. Und jeder benutzt heutzutage SMS. Ne? Also alle wichtige Botschaften werden transportiert per SMS. Der Nachbar informiert die Nachbarin, der Chef, die Chefin, Kinder, die Eltern. Liebespaare beenden heutzutage die Beziehung per SMS. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Man hat gemeinsam auf der Erde gelebt, man hat geschmust. Ne? Und. Ne? Und dann sagt man sich Adieu per SMS. Ne? Ich habe noch einen Fax geschrieben. Ne? Ich muss sagen, ich muss ein bisschen. Also, ich habe keins geschrieben, ich habe eins bekommen. Aber egal, wie man diese Tendenz findet, die digitale Revolution kann kein Mensch stoppen. Das habe ich als einer der ersten prognostiziert. Ich habe gesagt, das Internet kommt. Also das ist schon ewig, habe ich gesagt schon, ich weiß gar nicht mehr, Ende letzten Jahres. Ne? So. Und schauen wir uns um. So ist es geworden. Überall Computer. Jedes Büro ist veräppelt. Und selbst bei mir zu Hause. Ja, ich habe mich lange gesträubt. Und jetzt habe ich auch einen Computer. Und ich bin dem Computervirus willfährig verfallen. Das geht schon früh los. Ich liege noch im Bett oder knapp daneben. Also, ich liege souverän im Raum. Und dann wird man wird wach. Ne? Ich gucke mich dann so um, wer sonst noch so mit im Bett liegt, außer den Eltern. Und dann muss ich schon zum Computer. Ja, ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht. Das macht wirklich Eindruck, wenn man hier mit dem roten Ferrari durch Köln fährt. Okay. Ja. Ja, jetzt zeigt er hier seine polnischen Wurzeln. Also. Ja, Atze ist ja verwandt mit dem polnischen Atze. Aber wie gesagt, das ist mit so einem Charrette, also selbst wenn man hier durch Köln schaut, fährt, da wird schon geguckt. Hätte ich nicht gedacht. Also wenn ich dann mit dem Osten unterwegs bin, ist das völlig normal. So. Muss dazu sagen, ist natürlich auch ein Ost-Ferrari, also Zweitakter. Und ist nicht meine. Ne? Also gehört meiner Frau. Und ich habe mich aber heute bewusst für den Ferrari entschieden, aus Umweltgründen. Denn der Ferrari verbraucht deutlich weniger als mein Lamborghini. Und ich möchte natürlich auch da so eine gewisse Vorbildwirkung ausstrahlen, gerade wenn hier viele jugendliche Menschen zugange sind. Ich weiß, vielen Jugendlichen ist die Umwelt wichtig, spätestens seit den Friday for Future Demonstrationen. Und wenn die Schüler demonstrieren für Umweltschutz, also wenn den Schülern Umweltschutz und Klima wichtiger ist als Drogenpartys und Sex, dann fange auch ich an, mir Sorgen zu machen. Und diese Demonstrationen werden ja in der Gesellschaft sehr reflektiert bewertet. Und dass die Schüler schwänzen, wurde von der katholischen Kirche wiederum positiv bewertet. Was es auch nicht überrascht, denn viele Katholiken hatten ja mit Schülern und Schwänzen schon sehr angenehme Erfahrungen. Ne? Die Situation ist natürlich aber vor allem im juristischen Sinne
Ja, das ist eine Grauzone, denn eigentlich gibt es ja hier in Deutschland, wie soll man sagen, klassisch Schulpflicht. Und wenn das alle machen würden, ja, also eigentlich muss der Staat Kante zeigen. Also meine, ist nicht meine Meinung, aber rein aus Staatsräson muss eigentlich, wenn wieder so eine Schülerdemo ist, dann muss die Polizei anrücken, dann werden die Schüler in die Schule geschleift. Zack. Und dann kommt der Direktor und sagt so, ne, Unterricht fällt aus wegen Lehrermangel. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt erheblichen Lehrermangel. Es war noch nie so leicht, Lehrer zu werden wie jetzt als Quereinsteiger. Ne? Ich glaube, wenn man 50% der Buchstaben beherrscht, da, ja, da bist du ja schon überqualifiziert. Und das Ergebnis ist das Bildungsgefälle in der Gesellschaft. Und wir erleben, dieses Bildungsgefälle wird immer gefälliger. Ohne jetzt unterteilen zu möchten, also ich will keinen Keil treiben, also in Menschen mit mehr oder weniger Bildung, das darf ich ja auch gar nicht, denn ich selber habe ja auch nichts groß gelernt. Oder wenn ich offen, schonungslos auch mir selbst gegenüberstehe, muss ich sagen, im Prinzip habe ich nicht nur wenig gelernt, im Prinzip habe ich gar nichts gelernt. Weil ich alles schon wusste. Ja. Und also ich habe natürlich mal so eine Ausbildung genossen wie die meisten. Also ich bin da so Physiotherapeut und ich habe auch eine Weile physiotherapeutisch praktiziert. Ging aber nicht ewig, denn ich hatte schon immer so einen leichten Fließschnupfen. Und man kann sich vorstellen, wie das lief. Ne? Also da habe ich dann bei der Anwendung gelegentlich doch mal den Rücken der Patienten kontaminiert, sage ich mal. Ne? Aber pfiffig, wie ich bin, ne, habe ich es bei der Anwendung heimlich gleich mit einmassiert. Habe es dann als Naturheilmittel mit auf die Rechnung gesetzt, pipapo. Aber das Entscheidende ist ja, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Von Generation zu Generation. Wissen, Aufklärung und Bildung, das sind ja die Eckpfeiler unserer Demokratie. Dann machen wir uns nichts vor. Jugendliche, die nur wenig Zugang zur Bildung erhalten, tendieren zum politischen Extremismus. Und es gibt Jugendliche, die sind jetzt wirklich nicht die hellste Kerze auf dem Keks. Oder ohne jemandem zu nahe zu treten, es gibt Jugendliche, die sich jetzt nicht so direkt für Buchstaben interessieren. Also da gibt es ja welche, die wohnen jetzt eben nicht in den Zentren wie Köln, sondern eher draußen so in der Prärie-Ebene. So viele wohnen direkt an der S-Bahn-Station. Ne, dann hören die den ganzen Tag, zurückbleiben bitte. Das prägt. Und diese Jugendlichen sind politisch gesehen oft extrem, links, rechts, also auch rechtsextrem. Das geht wirklich so weit, dass der Arm hochfliegt. Und das ist ja im Endeffekt auch nur eine körperliche Reaktion. Ne? Denn das Blut wird hier oben nicht gebraucht. Und hier unten kommt es nicht an. Ne? Ja. Also wir reden dann in Fachkreisen von einer Fehlschwellung. Also natürlich macht sich die Gesellschaft oft zu leicht, da wird dann gesagt, ja, alle rechten Jugendlichen sind automatisch doof, das ist auch Quatsch. Sagen wir mal so, die haben beim Denken eben manchmal ein bisschen Pech. Und das schwächt die Demokratie und die Wirtschaft und eigentlich warte ich darauf, dass die Jugendlichen reagieren, dass sie sich da mehr bemühen, aber da kommt nichts. Das merkt man ja auch so auf diesen ganzen sozialen Foren. Aussehen ist viel wichtiger, so Frisur, Kleidung und der Buddy, dass man seinen Rumpf stellt und so. Und das baut natürlich auch für uns Ältere Druck auf, ne? Ganz klar. Noch kann ich mithalten, weiß ich. Ne? Geile Frisur und so, kein Problem. Aber ich muss mittlerweile was tun. Es ist kein Selbstläufer mehr. Und um fit zu bleiben, gibt es ja auf dem Handy diese ganzen Trainingsprogramme. Werden ja einige bestimmt haben. Der neueste heiße Scheiß ist ja die Handtell-App. Gibt es seit 3 Monaten, glaube ich. Hat schon jemand die Handtell-App? Also mit der Handtell-App kannst du aufs Handy Gewicht downloaden. Je nach Fabrikat bis zu 10 Kilo. Dort ist Unruhe. Und dann kannst du mit dem Handy als Handtell pumpen, trainieren. Mache ich mit Erfolg. Na, ich war ja früher ein Hänfling. Ne, so, und, also ich weiß selber, ich bin kein Hühne, aber durchs Training jetzt schon ein kleiner Hühne. Genau, ja, ein Hühnchen. Und
man muss ja auch aufpassen, dass man nicht overpaced, also erstmal Muskelmasse aufbauen, dann definieren. Und ich bin jetzt ein bisschen angefixt, das ist noch eine kleine Information zum Schluss, sehr interessant. In Dresden wird jetzt ein Wachsfigurenkabinett eröffnet. Ich glaube, erst das vierte in Deutschland. In Köln gibt es, glaube ich, auch eins, aber das sind die nicht aus Wachs. Und ich fand es erst albern, aber dann dachte ich, Mensch, warum nicht mal so ein Wachs-Olaf? Und ich habe mich mit den Realisatoren getroffen. Und das Tolle ist, diese Herstellung, das ist eine Manufaktur. Das sind richtig unterschiedliche Gewerke. Und da wurde jetzt schon das Podest gewachst, wo dann der Wachs-Olaf draufkommt. Das ist so ein kleines, dünnes Ding. Ne, das waren die Flachwachser. Und ich war dann einmal in der Fabrik drin, da hat einer nur für mich mal zur Show, da hat er mal so richtig abgewachst. Und das ist toll, wenn man das sieht. Ne? Also die machen das nur mit der Hand. Ohne Hilfsmittel, ist eine fiese Sauerei, klar. Aber für mich sehr, sehr spannend. Und natürlich, ich bin ja dann quasi Wachsvorlage. In diesem Sinne, vielen Dank. Man nennt dich Kevin, Ronny und Uwe. Wenn du ein Mädchen bist, natürlich anders. Man denkt, dir wäre alles Schnuppe. Doch du spuckst den Erwachsenen in die Suppe. Du liebst flotte Musik und pfiffige Kleidung. Deine kurzen Haare wehen im Wind. Doch musst du checken zu begreifen, dass auch gute schulische Leistungen wichtig sind. Späten Nachmittag übst du Freizeit aus in dem Quatsch. Das hab ich mich verreppt. So. Am Nachmittag trinkst du Erfrischungsgetränke, die teilweise Alkohol enthalten. Das ist vom Prinzip in Ordnung, doch du musst dich an das Jugendschutzgesetz halten. Halten. Genau. Hoden. One, two, three, four. Hey! Hallo, Jugendlicher! Biete bitte keinen Raum für Zukunftspessimismus. Ich wiederhole. Hey! Hallo, Jugendlicher! Ich war auch mal jung, doch aus mir ist trotzdem etwas geworden. Eines Tages möchtest du mit einer Partnerin Sexualität erleben. Das ist richtig, das ist wichtig. Doch wisse, was ich schon herausgefunden habe in meiner Freizeit. Der Geschlechtsverkehr hält nicht, was die Onanie verspricht. Du könntest so viel machen. Du könntest zum Beispiel was basteln. Ein Kastanienmännlein. Du könntest aber auch eine Rolle Toilettenpapier abrollen und innen aus der Pappe einen Serviettenhalter basteln. Schack. Einen Serviettenhalter basteln. Schack. Da kannst du runtergehen in den Hobbykeller. In den Hobbykeller runtergehen und schack. Mit der Laubsäge drüber gehen, schön übers Material, mit der Rundpfeile, mit Buntpapier, kannst du da was machen, das kannst du dann zum Schluss deiner Oma schenken.